Und schnurstracks geht's weiter. Normalparabel, diesmal verschoben. Klar, die Normalparabel ist nur eine quadratische Funktion. Jetzt werden wir halt schrittweise immer mehr kennenlernen, die etwas anders ausschauen. Als erstes habe ich euch mal drei mitgebracht. Die schwarze ist die bekannte, die Normalparabel y gleich x Quadrat. Jetzt addiere ich quasi hinten eine 2 dazu, bei der zweiten. Und bei der dritten Parabel nehme ich ein minus 1 dazu. X Quadrat lasse ich quasi gleich. Hier. Das ist unser Koordinatensystem und ich habe euch jetzt mal von der schwarzen, also von der Normalparabel, bereits die Punkte einfach nochmal abgezeichnet. Da kenne ich ja die Wertetabelle. Aber es gibt ja auch noch einen Trick. Ich brauche nicht jedes Mal diese Wertetabelle mit dem Taschenrechner neu bestimmen. Nein, ich kann das Ganze auch im Taschenrechner eingeben. Hier ist ein Y, ja? Und wenn ich hier bei diesem Y ein x² eingebe, ist es nichts anderes als genau diese funktionale Darstellung. Wenn ich jetzt auf Table gehe, dann habe ich hier im Normalfall meine Zahlenpaare minus 2, 4, minus 1,5, 2,25, was ja genau das ist, was ich hier eigentlich brauche. Bei euch wird wahrscheinlich nicht dieses Intervall dran stehen. Deswegen müsst ihr den Table Set verändern. Ich zeige euch, was ich hier habe. Ich lasse mein Table Start einfach mal bei minus 3 laufen. Also, das heißt, meine Wertetabelle soll bei minus 3 losgehen, linke Hand. Und der Table Step, das ist quasi dieses Delta, also dieser Unterschied von meinen x-Werten, der soll 0,5 betragen. Das heißt, nach minus 3 kommt die minus 2,5. Sehe ich dann hier sofort, beginnt es bei minus 3 und geht in 0,5er Schritten, wird das größer. Die 9 kann ich nicht einzeichnen und so weiter, aber dafür kann ich alles andere einzeichnen. Ja, und hier kann ich die Punkte ablesen. Minus 2,5, 6,25 geht auch nicht hin. Minus 2, 4. Minus 1,5, 2,25, minus 1, 1, minus 0,5, 0,25 und dann geht es natürlich auch jenseits der 0 immer weiter. Bitte exakt und genau zeichnen, ja? Das ist nämlich wichtig, wenn man jetzt diese Punkte miteinander verbinden will. Eine Parabel wird es nur, wenn diese Punkte sauber sind. Und ich werde da natürlich eine Schablone haben und sie jetzt mal kontrollieren, wenn irgendwelche Schulaufgaben, Exen oder sonstiges ansteht. Also bitte unbedingt das ganz genau zeichnen. Ja. Der Rest ist eure Aufgabe. Ihr wisst jetzt, wie man eine Wertetabelle mit dem Taschenrechner bestimmt. Ihr sollt das Ganze jetzt quasi ins Heft zeichnen. Das heißt, diesen Hefteintrag schon mal beginnen und diese blaue und diese grüne Funktion oder diesen Graphen dieser Funktion zeichnen. Wirklich, wirklich jetzt auf Pause drücken. Und als Tipp, nehmt das ganze Heft ins Querformat. Jetzt Pause! 3, 2, 1 und weiter geht's. Ja, so soll das Ganze ausschauen. Ich habe hier die Punkte jetzt nicht mehr eingezeichnet in meinem Computerprogramm. Ihr müsst irgendwann auch nicht mehr diese großen Kreuzle machen. Macht einfach kleine, kleine Fitzelkreuzle. Es geht ja nur darum, dass der Graph schön ausschaut. Am Anfang ist es geschickter, damit man den besser trifft, wenn man große Kreuze hat. Je geübter ihr drin seid, macht kleinere Kreuze. So, so soll das Ganze anschauen. Ach, jetzt müssen wir uns überlegen, warum liegt jetzt komischerweise diese blaue hier oben und die grüne hier unten? Ja, ist nicht weiter schwer. Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht. Das liegt nämlich hier genau bei 2, das bei 0 und das bei minus 1 auf der y-Achse. Das hat genau mit den Zahlen da hinten zu tun. Denn bei x² steht quasi plus 0. Hier steht plus 2, also 2 nach oben. Und hier minus 1, also 1 nach unten. Und das ist auch genau der Trick dabei. Addiert oder subtrahiert man eine Zahl zum oder vom x², je nachdem, ob man eben addiert oder subtrahiert, verschiebt sich die Normalparabel auf der y-Achse. Also das heißt, wenn ich hinten was dazufüge, ob plus oder minus, kein geteilt und kein mal. Dann verschiebt sich's auf der y-Achse nach oben und nach unten. Diese S dürft ihr da eigentlich schon kennen. Das sind die Scheitelpunkte. Scheitelpunkt von S1 ist klar 0, 0, das kennen wir schon. Aber warum liegt der jetzt auf 0, 2? Das kann man eigentlich direkt ablesen. Wenn ich diese Funktionsgleichung habe, dann muss ich nur den hinteren Wert ablesen. Plus 2 heißt, mein y-Wert ist 2, aber der x-Wert bleibt ja 0. Die x-Werte von meinen Scheitelpunkten liegen immer hier, vorerst immer hier auf der y-Achse. Also bewegt sich das hierher. Beim dritten kann ich dann auch ablesen, 0 minus 1. Würde die Funktion heißen x² plus 0,83, dann würde der Scheitelpunkt 0, 0,83 heißen. Relativ einfach. Dann gibt es natürlich noch eine andere Verschiebung. Man kann sich schon denken, vielleicht in welche Richtung dieses Mal verschoben wird. Aber da will ich nicht zu viel verraten. Ihr sollt diese beiden Funktionen in euren Taschenrechner, wisst ihr jetzt, wie man es eingibt, die Wertetabellen eingeben und dann die Funktionen bzw. die Graphen dazu zeichnen. Das heißt, jetzt Pause. 3, 2, 1, 0. Und da sind wir wieder. Hier sind die beiden Funktionen. Der blaue links,
Der schwarze rechts. Ja, ist eigentlich relativ einfach, gell? Hier steht eine 2, hier ist eine 2, hier ist eine 1,5, hier ist eine 1,5. Also es wird einfach auf der x-Achse verschoben. Ah, Moment, gell? Aufpassen. Hier steht eigentlich minus 1,5 und trotzdem wird es nach rechts verschoben. Hier steht eigentlich plus 2 und trotzdem wird es zu minus 2 verschoben. Also das geht gerade umgekehrt rum. Alles, was hier unten drin steht, muss ich mir quasi im Kopf negativ umdenken und dann wird es verschoben. Heißt, steht hier x minus 3, dann gehe ich plus auf die plus 3. Steht hier minus 2 zum Beispiel drin, gehe ich auf die plus 2. Steht plus 1 drin, gehe ich auf die minus 1. Also aufpassen, wenn im Quadrat, also in dieser Klammer, wenn, also das ist ja außerhalb vom Quadrat, das ist im Quadrat, wenn dort etwas verändert, dann muss ich das nochmal mit dem negativen Vorzeichen versehen, um die Verschiebung richtig zu machen. Also addiert oder subtrahiert man eine Zahl im Quadrat, also in dieser Klammer drin, verschiebt sich die Normalparabel auf der x-Achse entgegengesetzt. Und dementsprechend ändert sich auch der Scheitelpunkt. Ja? 1,5 kann ich hier ablesen, ich muss nur ein Plus draus machen und 0 bleibt 0, weil ich verschiebe es ja hier. Und S2 ist dann quasi minus 2 und 0. Theoretisch kann ich es jetzt so immer ablesen. So, diesen Heftantrag bitte vollständig machen. Wie immer werde ich den dann in der nächsten Stunde überprüfen und dieses Thema natürlich auch abfragen.